Servus Leute, willkommen zu einem neuen Projekt. Und bevor jetzt irgendwas startet, ich fasse mich kurz. Ich habe die Mega Man X Legacy Collection auf Steam, wollte eigentlich darüber das Let's Play machen. Leider funktioniert es nicht, deswegen muss ich jetzt zum Emulator greifen, was ich ungern mache. Aber naja, es geht nun mal nicht anders, deswegen muss ich es machen. So. Weil ich habe gemerkt nach dem Intro, okay, das Spiel läuft arschlangsam. Und hier, oh, wir haben Mega Man X und Zero zur Auswahl. Da habe ich gesagt, bitte schreibt mir in die Kommentare, ob es irgendwelche Unterschiede gibt, geschichtlich gesehen zwischen den beiden. Falls ja und falls es gewünscht wird, werde ich beide Runs zeigen. Beginnen werde ich aber mit X, weil, falls es Unterschiede gibt, das Beste kommt immer zum Schluss, werde ich danach Zero machen. It's about the Maverick Hunters, General. They are far too eager to please the humans and continue to hunt down the Reploids. Do you believe they pose a significant threat? Perhaps. You already know the truth, General. Their sole mission has been to destroy any Reploids who fail to do as the humans order. It's in your best interest to stop them now, before they turn on you. You possess enough power to destroy them! I will not betray the humans. Remove yourself from my sight. My business with you has concluded. Very well. But you will change your mind soon, I assure you. Okay, die Kurzversion. Ihr wisst, ich bin grottig in Englisch, deswegen lese ich so vor, wie ich denke, was da steht. Ob es richtig oder falsch ist, entschuldige ich mich mal im Voraus. Mavericks wurden gefunden oder gesichtet am Punkt 5567. Die Mavericks haben die Sky Lagoon infiltriert. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Und ja, nutzen die besten Waffen, die sie haben. Die Armee taucht auf, um die Repliforce zu unterstützen. Oder so. Ja, Roger, okay, ich bin auf dem Weg. Wusch. Und ich glaube, ich habe jetzt schlechter übersetzt als vorher. So, schauen wir mal, ob es jetzt geht. Ja, jetzt geht's doch, weil vorher war es irgendwie 50% Geschwindigkeit und vorher war hier der Part 11 Minuten lang. Schön, aber gut. Und schön, dass ich jetzt endlich mal wieder ein Mega Man Spiel spiele. Ihr merkt schon, wie ich aus der Übung bin. Gerade vor 20 Minuten in etwa habe ich mich noch an Tekken versucht und habe... Aua. Oh, da kann ich durch. Auf die Hand. Aua. Habe ich mich am Ticken versucht und habe sowas von aufs Maul bekommen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Muss ich den jetzt bekämpfen oder muss ich vor dem fliehen? Oha. Ihr schmeckt, aua. Oh. Doom! Oh, ihr merkt, ich bin sowas von aus der Übung. Gibt es Energie oder so? Nein. Hau ab. Hat er mich gerade geboxt? So, ich hoffe, er ist tot. Ich bin's auch gleich. Ah, danke. Oh, ich bin so aus der Übung mit Mega Man. Das ist ja peinlich. Aber naja. Ah, fängt super an. Achso, was ich... Oh, oh, was ich... Nein, sagen wollte... Dieses Spiel hier, oh, ich glaube, es explodiert gerade alles. ist ja so gesehen nach einem RPG. Okay, RPG, Moment. Mr. Dragoon von der 14. Einheit. Das ist nicht gut, X. Diese Mavericks haben den ja, Power heißt Kraft, ich weiß, aber haben den Kernreaktor zerstört. Das, dann wird die Sky Lagoon ja, zu Boden gehen, ja, sie wird abstürzen. Es ist zu spät, X. Ja, es ist Zeit, dass ich flüchte. Ich rate dir, dass du dasselbe machst. Mach nichts, ja, reckless, rücksichtslos. Mach nichts Rücksichtsloses auf dem Weg nach draußen, okay? Tschüss. Die Stadt unter uns wird... Die soon become a sea of... Achso, die Stadt unter uns wird schon sehr bald sich in ein Meer aus Flammen verwandeln. Viele Menschen werden dahinscheiden. Ich habe keine Wahl, aber ich muss von hier flüchten und zur Stadt hinunter. Sky Lagoon. Ready! Ja, die Stadt wurde komplett zerstört. Da waren unschuldige Menschen. Das werde ich nicht vergessen. Ich hoffe, ich übersetze es richtig. Ja? Moment mal. Moment mal. Ja, jetzt macht das nicht. Wow, wow, wow. Ist das Maulwürfe? Igitt. Aber irgendwie hat X eine ziemlich helle oder kindliche, kindische, wie auch immer, Stimme. Das passt irgendwie gar nicht zu ihm. Holy shit. Wie spiele ich hier gerade? Entweder göttlich oder schlecht. Könnt ihr euch aussuchen? Ich glaube, ihr entscheidet euch dafür, dass ich schlecht spiele, nicht wahr? Hallo? Nein, die können schießen. Haut ab. Aua. Ja, man hört meine Taste, ich weiß. Die klemmt mittlerweile auch. Wow. Ja, ich weiß, da ist Energie, aber... Ach, gut. Also, ich habe sie da gerade aus dem Augenwinkel gesehen. Okay. Ah, du schon wieder. Du bist ein Dragoon. Ja. Ah. Wie soll ich da ausweichen? Moment, jetzt habe ich einen besseren Standpunkt. Ah, so. Oh, er ist tot. Ich weiß übrigens nicht, ob ich 100% oder so sammeln werde. Vielleicht. Und irgendwie ist meine Tonspur leise. Ich glaube, das müssen wir im Nachhinein bearbeiten. Wer bist du? Colonel. Ist das nicht irgendwie ein Rang beim Militär? Ich weiß jetzt nicht, ob bei der Marine oder... Ist das nicht Colonel normalerweise? Ich weiß nicht, ob es Colonel heißt. Ich bin Colonel von der Repliforce. Hat die Repliforce, okay, dieses Gebiet gesichert oder erkundet? Oder sind die wahrscheinlich schuld daran? Wovon redest du? Ich bin nur hier, um meine Schwester zu retten. Responsibly, also verantwortlich. Die Armee ist für... Achso, die Armee ist für dieses ganze Gebiet hier verantwortlich, nicht die Repliforce. Nevertheless. Niemals? Keine Ahnung. I want you to design and... Ich möchte, dass du kooperierst und mir zum Hauptquartier folgst. Niemals. Das ging ja... Also... Ja... Du verlangst von meinen Soldaten, dass sie Waffen fallen lassen. Ja, der einzige Zeit, wo wir unsere Waffen fallen lassen werden, ist, wenn wir nicht mehr in der Lage sind, länger zu kämpfen. Aber du wirst... aber du wirst wie ein Maverick gejagt und verurteilt, keine Ahnung. Das heißt, es nie im Leben. Mach, wie du willst. Repliforce wird früher kämpfen und sterben als unser Stolz. Sei da als Mavericks ist es... Also behandle uns als Mavericks, wenn du es so möchtest. Der komm nach unten, das habe ich schon... ja, komm runter, also beruhig dich, Colonel. Was so? Something's got to give. Something's got to give? Das habe ich noch nie gehört. Irgendwas ist passiert, keine Ahnung. Aus der Entire... Die gesamte Repliforce wird zu Mavericks? Also ich weiß, dass das eine Schwester sucht. Ah, ich kann speichern. Ja, definitiv. Ah, okay. Ich dachte schon. Das Game has been saved, probably. Continue. Brave soldiers of Repliforce, we have all been wrongfully judged as mavericks by the humans. We cannot suffer this indignity and live in disgrace. We will build our own nation of Reploids. But remember, this is neither about insurrection nor rebellion against our human creators. This is about our liberty and security. We must battle for our own individual rights and our own survival. Together we will build our nation, a sanctuary for all Reploids, our own utopia. Let us forge onward towards a new golden era for the Repliforce. Yeah! I too share the general sentiment. Take heed, we have no other choice. Let us fight valiantly, with courage and pride, without fear, for we are the Repliforce. The most powerful army in history! Yeah! The General has finally taken action. And now, my Maverick Hunters, what will you do? I'll be watching closely from here on out. Oh, wer könnte das bloß sein? Sigma, 100 Pro. Wer bist du? Double. Nenn mich Double. Der Rookie-Jäger. Von Leech. Repliforce has begun. Die Repliforce hat irgendwas angefangen. Oh, ich bin so schlecht. Sorry. Warte. Kanal. Achso, wahrscheinlich haben sie sich in Bewegung gesetzt. Jump into... Achso, wahrscheinlich kommt er von den Bösen, aber er ist quasi ein Überläufer. So, I have been given the order to scramble. Achso, zu sammeln? Ihm wurde der Auftrag gegeben zu sammeln, glaube ich. Richtig. Ja, brech sofort auf. Infiltrate. Im Englischen kann ich das Wort aussprechen, Infiltrate, aber im Deutschen infiltrieren. So heißt es. Feindliche Dschungel und zerstöre Waffen. Oder so. Okay, was ist das, ein Gockel? Ne, wahrscheinlich kein Gockel, irgendein Vogel. Ein Käfer, das rote Netzwerk. Achso, kein Käfer, ein Systemfehler wahrscheinlich, hat das Netzwerk lahmgelegt. Dringend in den Cyberspace ein und durch hinaus. Air Force. Repliforce schickt es den. Ja, das Schiff der Repliforce wird abgehoben. Ja, und ich soll es vom Himmel holen. Volcano. Dragoon auf der. Ah, die kenne ich. Also von gerade eben. Das ist wohl ein Verräter, das ist ein Überläufer. In der 14. Einheit ist er ein Verräter, ja, wird auch hier schon gesagt. Bring him back to. Ja, soll ihn zurückbringen. Marine Base. Repliforce. Ja, der Repliforce hat die Stadt terminiert und ist jetzt abgehauen. Oder so. Na man, die Leute lachen sich bestimmt halb tot oder schämen sich für meine schlechten Skills. Das abgelegene Labor ist nun operational. Investigate and destroy. Ja, ich soll eindringen und das Labor zerstören. Militärzug. Ein militärischer Zug ist, hat sich in Bewegung gesetzt. Und ich soll die Route der Repliforce aufhalten, also ihnen den Weg abschneiden. Auf das Cover der Helden. Ja, wir haben eine versteckte Schneebasis gefunden. Und da werden neue Waffen produziert. Und wahrscheinlich soll ich die Schneebasis platt machen. So, was wollte ich jetzt sagen? Genau, wahrscheinlich wird sich dieses Let's Play ohnehin kaum einer ansehen oder weiß ich nicht. Wird wahrscheinlich so sein wie Tales of Fantasia, dass sich nur eine Person oder so das anguckt. Aber es ist mir egal, weil ich habe gerade Bock auf das Spiel, weil eigentlich sollte jetzt ein RPG laufen. Das wäre zum Beispiel entweder Alundra oder Final Fantasy, was ich auch mal machen will. Und nach Shantae and the Pirates Quest sollte eigentlich das hier kommen. Aber ich habe mich kurzerhand mal dagegen entschieden, weil ich gerade Bock drauf habe. Dann wird eben nach Shantae eine RPG kommen. Naja, jedenfalls, das war der erste Part von Mega Man X4. Leider Emulator, weil Steam nicht so will, wie ich will. Sorry, ich hoffe, ihr könnt damit leben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch!